Der Toni Polster ist, der versteht einen Schmäh. Aber er steckt ein, aber er teilt auch aus. Und ich habe einmal auf Sendung gesagt, weil sie mich gefragt haben, ob ich früher Yoga gemacht habe. Und ich habe gesagt, nein, aber der Herr Polster, der hätte es gebraucht, weil der war sehr, sehr steif um die Hüften herum. So, hat dazu geführt, man kennt ja seine Statements, wenn er im Auto sitzt mit Hände, die wahre Geschichte über Toni Pfeffer. Eines Tages fährt ein Scout von der Austria nach Dürnitz in den Wald und lockt den Toni Pfeffer mit einer trockenen Zimtschnecke aus dem Wald heraus. So, so ist es dann weitergegangen. Geendet hat es dann, dass er eh nur kalmiert hat und in die richtige Richtung gekommen ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Und Selbstironie, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die glaube ich, jeden hier und da ganz gut täten.